Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine ganz neue Box hier für dich und zwar geht es um die Foxy Box. Ja, viele von euch haben mich schon deswegen angeschrieben und mir gesagt, ich sollte mir die mal anschauen und ich habe sie tatsächlich auch kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von Foxy Box. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Da hatte die liebe Suna nämlich mal wieder ihre Finger im Spiel. Vielen, vielen Dank, liebe Suna. Ich bin immer ganz baff, die hilft mir so viel. Auf jeden Fall ist die Foxy Box eine neue Beauty Box. Was diese Beauty Box von den anderen Beauty Boxen unterscheidet, ist zum Beispiel, dass du nur Originalgrößen in dieser Box mit drin hast. Also du hast keine Luxusproben oder Probegrößen da drin. Du hast wirklich nur Full-Size-Produkte und du hast einen Wert von ungefähr 130 Euro und kannst die Box schon für 24,90 Euro bekommen. Und hier haben wir die Box. Die sieht ein bisschen anders aus als die Boxen, die man normalerweise so kennt, finde ich, weil die einfach von der Größe her per se größer ist, ne? Also die ist von der Fläche her größer, aber dafür viel, viel schmaler. Wir haben hier einen flexiblen Karton, würde ich mal so sagen. Das ist ein schönes Altrosa hier drauf. Dann hast du hier diesen Fuchs halt. Und ja, das ist ja das Logo von der Foxy Box. Und da sind wir doch mal gespannt, was da drin ist. Ich habe auch einen Gutscheincode für dich. Den blende ich dir auch mal ein, weil das Gute dabei ist, dass du da nicht nur mit sparen kannst, sondern dass du ein Gratis-Produkt bekommst. Und dieses Gratis-Produkt ist auch hiermit in der Box. Also das hast du vielleicht auch schon bei anderen gesehen. Ich habe es auch schon zum Beispiel bei der lieben Franka gesehen. Und jetzt haben wir hier die Box und wir öffnen sie. Da kommt übrigens jetzt schon Duft raus, da bin ich gespannt. Hübsch, oder? Das ist wirklich hübsch. Sieht schon mal sehr ansprechend aus. Und da oben im Deckel steht, Hello Beauty, deine Foxy Box ist angekommen. Share and tag mit Hashtag IamFoxy und markiere myfoxybox.de. Klar, mache ich. Und hier haben wir die ganzen Produkte drin. Das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Das ist ja so im Rahmen von so einem Influencer-Programm, dass mir dann ja quasi die Box gratis oder kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde und ich die ja in diesem Video zeigen darf. Und da habe ich auch hier so einen Flyer bekommen und da steht drauf, die Foxy Box wird an den Kunden verschickt, sobald 1000 Bestellungen eingegangen sind. Selbstverständlich zahlt der Kunde auch erst dann. Das möchte ich nämlich auch sehr, sehr gerne in diesem Video erwähnen. Ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Geschichte, weil es halt eine Box ist, die ein Startup selber ist. Also die hat nicht nur Produkte aus Startup-Unternehmen, sondern ist selber auch ein Startup-Unternehmen. Brauchen die erst 1000 Bestellungen, um dann wirklich das Ganze ins Rollen zu bringen. Jetzt wird die ganze Geschichte gezeigt. Wir bekommen Boxen zugeschickt und du kannst jetzt theoretisch auch eine Box schon bestellen. Aber erst sobald 1000 Leute sagen, hey, die Foxy Box, die will ich haben, wird die ganze Geschichte dann auch richtig ins Rollen gebracht und die Boxen werden dann auch verschickt. Wie gesagt, guter Duft, der rauskommt und ich zeige dir jetzt zuerst mal das Produkt, was du quasi mit dazu bekommst, wenn du meinen Code verwendest, Claudis Welt. Und das ist ein CBD-Öl. Ich habe da schon so viel von gehört, ne? Also tatsächlich auch immer mal wieder auf Amazon gesehen, mit 5% CBD und das ist mit Hanfextrakt. Ich glaube tatsächlich, dass das ja quasi CBD ist doch dieses Hanfextrakt, ne? Dass du quasi so ein bisschen Entspannung bekommst und runterkommst und so, ne? 100% pflanzlich und natürlich, garantiert laktosefrei, absolut glutenfrei und ohne künstliche Konservierungsstoffe. Und es ist ein veganes Produkt, das finde ich auch sehr interessant. Auf ein Kissen träufeln. Ach, nur auf ein Kissen träufeln. Das finde ich interessant. Ich dachte, das müsste ich jetzt essen quasi. Warum wir nur noch in der Schweiz Urlaub machen. Dort gibt's sprudelnde Bäche und grasende Milchkühe, dreieckige Berge und vierblättrige Kleeblätter. Ach, und man darf sogar empfehlen, CBD-Öl oral einzunehmen. So zweimal 4 Tropfen täglich. Ach so, du darfst quasi in Deutschland nicht das so zu dir nehmen, weil das nicht erlaubt ist. Okay, also theoretisch könnte ich da 4 Tropfen von nehmen. Okay. Aber nur, wenn ich in der Schweiz wäre, ne? Das ist ja auch interessant. Okay. Wir gucken mal. Ach so, und ich hatte hier irgendwas gelesen von wegen, dass das Regelschmerzen wegmachen soll. Hier. Ich habe aktuell meine Tage und da macht das echt Sinn, ne? Voll gut. Das
Hilft bei Einschlafstörungen und ist zur Beruhigung. Hilft bei Stress, Überbelastung und Nervosität. Bei Migräne und Kopfschmerzen, Regelschmerzen, Erkältungen und Halsschmerzen, Asthma und Allergien und Akne. Also im Prinzip so ein Allheilmittel, ne? Na, gucken wir uns das mal an. Hier haben wir das, da sind 10 Milliliter drin. Und dieses Produkt hat allein schon einen Wert von 29,99 €. Das ist der helle Wahnsinn. Hat hier oben so eine Pipette dran, dann machen wir das mal auf. Wow, das riecht aber sehr kräuterig, Leute. Huhuhu, okay. Ich mache das mal hier auf meine Hand. Ein Tropfen. Okay. Ist, ja, ölig halt, ne? Ist ein Öl. Boah, das riecht aber voll kräuterig. Oh, krass. Ich reibe das mal hier so ein. Das hilft dann bei Regelschmerzen. Okay. Ist jetzt ja nicht für die Haut geeignet eigentlich, aber ich mache es mal drauf, um einfach den Geruch so zu haben. Ne? Ich würde mir das aufs Kissen träufeln, überlege ich mal. Du hast dann ja ein total öliges Kissen, wenn du da 4 Tropfen drauf machst. Ist das gut? Ich weiß es nicht. Das riecht voll nach Kamille. Nee, nach Minze. Nach frischer Minze. Wir haben ja auch frische Minze bei uns im Garten. Danach riecht das. Wenn ich da Unkraut zupfe oder wenn ich da quasi in unserem Kräuterbeet so ein bisschen rumfuddel. Mhm. Bin ich jetzt so wild und probiere das mal? Ich bin ja so ein Mensch, der alles Mögliche im Leben probiert, ne? Ja, komm. So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Das ist hier fast hier wie bei einem medikamentösen Gedöns, ne? Ach, ein Schummer. Das schmeckt nach Minze. Aber schmeckt ganz gut. Ja, interessant. Also, wie gesagt, das kannst du... wenn du meinen Code eingibst, gratis dazu bekommen. Ja, cool. Ein schweizerisches Produkt läuft. Ich wusste nicht, dass Hanfsamenöl tatsächlich auch so schmeckt wie Minze. Aber gut. Oh, das ist aber jetzt ein bisschen bitter. Nicht die beste Idee, das Ohr. Nein. So, weiter geht's. Und zwar habe ich hier von Coco Bae. Oder Coco Bae. 100% natürlich, original, Aktivkohle aus der Kokosnuss für natürlich weiße Zähne. Das finde ich ja cool. Also da haben die eine Kokosnuss genommen, haben die verbrannt, haben da quasi Kohle draus gemacht und das dann gemahlen und dann hier reingepackt. Das soll man auch nur 3 bis 5 Mal pro Woche benutzen. Dann nimmst du deine Zahnbürste. Ich habe aktuell eine Aktivkohle-Zahnpasta. Da macht das relativ wenig Sinn, glaube ich. Die Zahnbürste mit Zahnpasta dippst du da rein und dann kannst du ganz normal deine Zähne starten, Zähne putzen. Hier steht ca. 3 Minuten Zähne putzen. Ich putze definitiv länger meine Zähne. Und kann mir dann auch vorstellen, dass es so ein bisschen eine Sauerei gibt. Geil. Achso, das ist auch noch nicht an Tieren getestet. Auch das sehr, sehr cool. Und das kommt aus München. Na guck. Vorsichtig öffnen. Ich weiß nicht, ob jetzt hier alles rausfällt. Ne, da ist noch ein Deckel drauf. Aber hey, die Spannung war da, oder? Wenn ich jetzt den Deckel aufmache, dann saue ich rum. Oh ja, das ist so richtig Aktivkohle. Krass. Riecht natürlich nach nichts. Und ich habe hier schon rumgesaut. Geil. Geil, geil, geil. Okay, Leute, ich, warte. Bewaffne mich erstmal mit einem Tuch, damit ich das gleich direkt, damit ich gleich direkt meine Finger abfuddeln kann. Dann dippe ich da einmal so rein und zeige dir das mal. So sieht das aus. Das geht dann auf die Zähne. Ist dann quasi wie so ein ganz natürliches Peeling für die Zähne. Finde ich auch ganz cool. Und es fühlt sich aber jetzt nicht irgendwie hart an oder so, ne? Boah, kennt ihr das? Wenn ihr dann richtig so Pulver auf den Zähnen habt, da weiß ich nicht, ob ich das mag. Ich kriege da Gänsehaut von, ne? Übrigens... Krieg das mal wieder ab, Claudi. Also, ich hoffe, dass das auf den Zähnen sich gut anfühlt. Da bin ich wirklich gespannt. Also, dass es halt nicht dieses stumpfe Gefühl ist, wenn du weißt, was ich meine. Und ja, dann habe ich da auf jeden Fall Spaß dran. Ja. Ich finde übrigens, dass es alles sehr edel aussieht in diesen schwarzen Verpackungen. Das ist jetzt zur Zeit auch ziemlich in, das so zu machen. Du hast hier zum Beispiel auch bei Dr. Severin Anti-Stretchmark-Creme. Die ist ja auch in so einem schwarzen Design, ne? Das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, die ist dann wahrscheinlich gegen meine Dehnungsfugen. Und das werde ich verwenden. Powered by Dual. Dr. Severin kenne ich als Gesichtsmaske.
Hatte ich schon mal benutzt, fand ich ganz gut. Hilft, Dehnungsstreifen vorzubeugen und zu behandeln. Pflegt die Haut, sodass sie ihre natürliche Elastizität, jetzt konnte ich das Wort aussprechen, und Feuchtigkeit behält. Anwendung und Hinweise. Vor und nach dem Training, Training gibt's nicht, großzügig auftragen und sanft in die Haut einmassieren. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Augen oder Schleimhäuten umgehend mit Wasser abspülen. Jo. Die wird auf jeden Fall mal verwendet, aber tut mir leid, mein Training ist mein Garten. Und vor und nach der Gartenarbeit dann quasi für mich drauf machen. Dann gucken wir uns die mal an. Also so schaut die aus, wenn die rauskommt. Das ist eine sehr feste. Na, die wird doch etwas flüssiger, wenn man die so verreibt, ne? Riecht auch sehr natürlich. Ja. Und ist sehr ergiebig. Da kann ich jetzt meinen Arm mit eincremen. Ja, doch, dann kann ich die auf jeden Fall schön verwenden. Ich denke, dass ich die einfach morgens und abends oder so auftragen werde, weil ich habe ja meine Dehnungsstreifen eben vom Wachstum, ne? Das kommt halt manchmal so in meinen Oberschenkelinnenseiten. Dann vielleicht hilft das. Mal gucken. Ne? Habe ich jetzt auf jeden Fall hier. Ich meine, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen für wirklich welche, die so Schwangerschaftsstreifen haben oder so, dass man das verwendet. Und ich finde auch vom Geruch her, dass es ein Unisex-Produkt ist. Generell, die Produkte hier sehen nicht so aus, als wären sie jetzt nur für Frauen oder so. Auch wenn das jetzt eine rosa Box ist, aber es ist schon eine Unisex-Box. Das finde ich auch sehr toll. Und kann also auch ein Mann verwenden. Weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich hier von No Makeup, das ist auch eine Marke, die ist jetzt neu bei DM, glaube ich, eine Augencreme. Your personal Caffeine Kick in the Morning. Dein persönlicher Koffeinkick für müde Augen. Okay, so schaut die aus. No Makeup. Dass du quasi ohne Make-up schön aussiehst. Das habe ich jetzt heute nicht geschafft. Ich habe Make-up drauf. Aber wir gucken uns die mal an. Sehr schlicht vom Design her, aber irgendwie ansprechend. Ne? Also ich persönlich bin ja eher so ein richtiges Verpackungsopfer. Ich brauche das auch, dass ich so ein bisschen Kabam auf Verpackung habe. Das ist mir jetzt ein bisschen wenig, aber es passt auf jeden Fall zur Marke, ne? Wenn da No Make-up draufsteht. Guck mal, und das ist eine Augencreme, die ist 12 Monate haltbar. Das finde ich schon mal gut. Denn oft hast du da auch auf Augencremes draufstehen, dass sie nur 3 bis 6 Monate oder so haltbar sind. Dein Hallo-Wach-Kick für müde Augen mit Öl aus grünen Kaffeebohnen und Grünteeextrakt. Eine kleine Menge mit den Fingern rund um die Augen auftragen und sanft einklopfen. Ja, ich mache das einfach mal nicht auf, weil es noch richtig zu ist. Mensch, da sind ganz schön viele Produkte drin, ne? Da hast du nicht dieses klassische nur 5 Produkte, sondern es sind mehr. Und es sind auch noch viel mehr in dieser Box drin. Vielleicht auch, weil es die allererste ist, man weiß es nicht. Aber die sagen ja 130 Euro Warenwert. Also von daher sind dann wahrscheinlich später irgendwann mal hoherpreisigere drin oder so. Man weiß es nicht. Hier habe ich dann nochmal diese Hair Fresh Ups von ICO. Die habe ich schon mal getestet, die mag ich nicht. Bin ich ehrlich. Habe ich, in einem Probenprojekt tatsächlich drin gehabt, ne? Das sind diese parfümierten Hair Fresh Ups und, man soll die sich wirklich komplett in die Haare eingeben und da steht vom Haaransatz bis in die Spitzen. Hat bei mir nichts gemacht, außer dass es die Haare noch ein bisschen nasser und fettiger hat aussehen lassen. Also, ich brauch's nicht, also wird's demnächst in eine Verlosung wandern oder weißt du was? Ich glaube, das kommt jetzt in die Verlosung. Ja, ich mache dir das Schleifchen mal wieder drum. Schleifchen ist wieder drum und wer weiß, vielleicht kommt da noch das ein oder andere noch mit hinzu. Weißt du was, die Augencreme packe ich dir auch mit dabei. Weil ich habe noch so viel da und dann kann ich mir die dann irgendwann mal fresh kaufen. So, die Augencreme und die Hair Fresh Ups kommen jetzt schon mal in die Verlosung. Dann habe ich hier ein Tütchen, wo etwas drin ist. Und zwar ist das ein Deep Sea Miracle Elixir Cell Activation Nude Algar Star Salted, ist glaube ich die Marke. Und das scheint ein Serum zu sein. Das ist vegan und das ist tierversuchsfrei, das ist schon mal ganz cool. Du brauchst keine gute Fee, die dir Wünsche erfüllt. Unser Nude Algar Star mit Extrakten aus der braunen Mikroalge schenkt deiner Haut nachhaltig Spannkraft und mindert Fältchenbildung für dein Happy End. Das ist ja freundlich. Also ein Gesichtsöl, das ist auch toll. Made in Germany with love und das ist 6 Monate haltbar nach Öffnung. Auch wieder mit so einer coolen Pipette. Oh, das riecht Hammer. Das riecht voll gut.
Oh mein Gott, was hat das? Woher kommt dieser Duft? Das riecht voll gut. Meine Herren. Okay, also ich würde es mir ja theoretisch auf mein Gesicht geben. Ich habe mein Gesicht jetzt leider schon besetzt mit Make-up und mache mir jetzt einen Tropfen auf die Hand. Zack. Oh. Oh, das ist kein Öl. Nee, das ist ein schönes Serum. Ei, das wird direkt einziehen. Ja, das kommt direkt bei mir in den Schrank für, muss ich sofort benutzen. Weil guck mal, das zieht auch direkt ein. Das ist voll toll. Und das riecht echt gut. Mir gefällt's. Ich kriege gerade Hunger. Wo ich meine Hand rieche, ist das creepy. Ein bisschen. Ja, das ist toll. Das gefällt mir. Kein Öl. Sehr gut. Das heißt, im Sommer auch gut zu verwenden. Das freut mich. Und das aktiviert die Zellen und macht dich wieder schick. What a beauty. Läuft. Ich habe hier noch was von, mit Aktivkohle drin. Und zwar von Love Nature. Aktivkohle, Activated Charcoal mit Hyaluronsäure und Vitamin E. Das ist eine Peel-Off-Maske. Die entfernt Mitesser, ist tiefenreinigend und verfeinert die Poren. Hoffentlich ist die nicht so mega böse. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich nicht vorher geschminkt. Aber ich hatte heute Morgen schon eine Maske drauf, das tut mir leid. Oh, da schminke ich mich jetzt nicht ab, weil ich nachher noch zu einem Geburtstag fahren werde. Reinigen Sie Ihr Gesicht, legen Sie für 3-5 Minuten ein heißes Handtuch auf Ihr Gesicht, damit sich Ihre Poren öffnen. Ja, ich nehme halt immer so meine Gesichtssauna. Tragen Sie nun die Aktivkohlemaske gleichmäßig auf Ihr Gesicht auf. Lassen Sie die Maske für 15-30 Minuten einwirken, bis sie aushärtet. Und dann kannst du es abziehen. Und danach eine Feuchtigkeitscreme. Das macht Sinn. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ne? Das ist großartig. Die wird auch getestet. Im nächsten Maskenvideo wird die dann vorkommen. Also nicht in dem, was jetzt sehr, sehr bald online kommt, weil ich das heute quasi zu Ende gedreht habe, sondern in dem, was danach kommt. Also im September wahrscheinlich. Da riecht sie jetzt nicht so viel durch. Aber die, da bin ich gespannt drauf. Aktivkohle Peel-Off-Masken, das ist immer eine gute Geschichte, um wirklich mal die Haut reinigen zu können. Und ich hoffe, dass sie mir nicht mein halbes Gesicht abreißt. Also schön, dass sie mit drin ist. Das gefällt mir. Love Nature sagt mir auch gar nichts. Nie gesehen. So, als nächstes habe ich hier von Dr. Severin Blackhead Remover. 10 Peel-Off-Masken befreit die Haut von Mitessern durch ihre porentiefe Reinigung für ein ebenes Hautbild und eine geschmeidige Oberflächenstruktur. So schaut das aus und da sind 10 Stück drin. Und da ich ja schon eine Peel-Off-Maske habe, kommt die, glaube ich, mit in eine Verlosung, oder? Ich meine, da sind 10 Stück drin, da könnte ich im Prinzip ja 10 Leute mit glücklich machen oder eine Person 10 Mal. Ich mache eine Person 10 Mal glücklich. Okay, dann kann ich nämlich diese schöne Umverpackung auch zulassen. Ich mach's auf. Och, das brauche ich gar nicht aufreißen. Das ist hier mit so einem wiederverwendbaren Verschluss. Hehe. Ach, guck, und hier sind so diese kleinen Sachets. Die sind einzeln verpackt, jeweils 6 Gramm da drin. Und die reichen dann halt für einmal Gesicht. Das finde ich auch sehr praktisch. Siehste wohl. Peel-off Suction Mask. Sehr schön. Für ein ebenes Hautbild. Genau. Das kommt auch mit in die Verlosung und ich verschließe es schön, ne? Denn ich habe ja von Love Nature die. Oh, etwas um meinen Hunger zu stillen. Leute, ich raste aus. Beauty Sweeties Schmetterlinge. Fruchtgummischmetterlinge mit 17% Fruchtsaft und 4% Fruchtstücken. Ach, guck an. Okay, glutenfrei, fettfrei, laktosefrei. Hm. Lass uns auf Schmetterlingjagd gehen. Und hier hast du ein Schmetterling. Weg ist das Schmetterling. Hm. Voll lecker. Nom. Das hat mir gut geschmeckt. Ja, das war der Inhalt der Box und ich fand den Inhalt großartig. Es wird ja gesagt, ungefähr 130 Euro ist der Wert, den kann ich dir hier mal einblenden. Wird aber auch dabei liegen, also definitiv. Vielen, vielen Dank an das liebe Team von Foxybox, dass ihr mir diese Box kostenfrei zur Verfügung gestellt habt. Auch von meinen Abonnenten sage ich vielen Dank. Denn mit dem Code kann ja das CBD-Öl mit in die Box wandern. Ja, ansonsten, denk an die Verlosung. Alles dafür Relevante steht unten in der Infobox drin. Da kannst du die 3 Produkte gewinnen. Und ja, wenn dir das Video gewonnen hat, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!